Guten Morgen YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja Leute, ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Innsbruck, wo ich mir die DJI Spark holen werde. Und ja, dann nehme ich euch selbstverständlich mit. Ich muss dann auch noch arbeiten. In der Mittagspause wird sie dann selbstverständlich ausgetestet. Ich bin jetzt gleich beim Mediamarkt und die Hoffnung, dass ich die Drohne günstiger bekomme, lebt. Denn Mediamarkt hat sie eigentlich für 600 Euro und ich hoffe mal, dass ich sie jetzt für so 540 bekomme, weil so ist sie auch im Internet. Und Mediamarkt hatte die Tiefpreisgarantie, deshalb schauen wir jetzt mal. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja Leute, ich habe jetzt die DJI gekauft und mega nice, ich freue mich gerade mega darüber. Ich kann sie jetzt nicht testen, ich muss jetzt arbeiten. Deshalb machen wir jetzt eine Klappe und wir sehen uns dann später. Ich habe jetzt Pause und jetzt wird die DJI getestet. Ich schwöre es euch, ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Jetzt machen wir sie mal an. Bin ich jetzt echt mal gespannt, wie die fliegt. Mal gucken. Geh an! Die geht ja gar nicht an. Die geht nicht an. Ah, jetzt läuft sie, jetzt läuft sie. Ja, ist gar nicht so leise. Ja, ich würde mal sagen, dann teste ich das Ding jetzt. Ja Leute, nach 13 Minuten ist der Spaß jetzt schon vorbei. Hat mega Spaß gemacht, nur kontrollemäßig kann ich jetzt noch nichts sagen. Also ich habe jetzt nur den Anfängermodus geflogen und so richtig funktioniert hat es noch nicht. Aber ich habe es auch noch nicht so richtig drauf, das Ding zu steuern. Trotzdem werde ich jetzt nach Hause gehen, die Bilder anschauen. Ja, aber eine Kleinigkeit kann ich jetzt schon sagen. Es macht elendlich viel Spaß, dieses Ding zu fliegen. Es ist mega nice. Es ist richtig nice. Nur das Ding ist, die Steuerung. Ich komme damit einfach noch nicht klar. Aber ich denke mal, es wird sich mit der Zeit auch ändern. Und das ist dann alles ein bisschen flüssiger. Und ich weiß auch, wie ich mit der Drohne fliegen kann, kann einschätzen, wie sie sich bewegt. Im Moment ist es halt so, ich konnte echt nicht einschätzen, wie schnell fliegt die Drohne, welche Geschwindigkeit und so weiter. Doch konnte ich nicht so gut fliegen. Aber das kommt mit der Zeit und ich denke einfach, dass das eine Drohne ist, auf die ich lange gewartet habe. Denn der Preis passt, die Bildqualität, soweit ich gesehen habe, passt. Und was will man mehr? Ich gehe jetzt nach Hause und wir sehen uns dann gleich. Ja Leute, es ist jetzt schon Donnerstag. Ich habe gesagt, ich schaue die Bilder an. Das habe ich leider nicht geschafft. Am Dienstag und am Mittwoch. Es war zeitlich nicht möglich. Aber da ich heute ohnehin einen Follow geplant habe, dachte ich mir, ich kombiniere das. Und ja, ich gehe jetzt mal frühstücken und werde auf dem Weg auch schon ein bisschen die Drohne testen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich befinde mich jetzt in der Innenstadt und jetzt gehe ich frühstücken. Das Ding ist, ich weiß nicht wo. Anscheinend gibt es da um so ein Restaurant, wo man frühstücken kann. Und ja, mal schauen, was das so gibt. Sehen wir ja gleich. Ja Leute, ich befinde mich jetzt vor der Weinbar. Meine Mutter meinte, da gibt es gutes Essen. Deshalb werde ich das jetzt mal testen. Und ich nehme euch mit. Ich zeige euch, was ich da so esse und was es so gibt. Ich habe mir jetzt Omelette bestellt, Brot, Philadelphia, Schinken. Ich bin mal gespannt, wie das serviert wird, aber ich dokumentiere es natürlich für euch. Ja Leute, mein Frühstück ist jetzt da. Schaut es euch an. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt gerade schon die Drohnenaufnahmen ein bisschen überblickt. Die sind ziemlich nice. Und ich werde das so in einen Trailer zusammenschneiden und dann, dass das so aus eines alle Aufnahmen zusammen sind, damit ihr seht, was mit der Drohne möglich ist. Und ja. Ich esse jetzt mal, denn ich habe mega Hunger. Ich bin jetzt fertig mit Frühstücken und habe jetzt die Drohne steigen lassen. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal die kompletten Aufnahmen.
geile Aufnahmen, oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich muss jetzt hier rein zum Hardlauer, weil ich musste noch ein paar Sachen organisieren und dann sehen wir uns gleich. Ja Leute, ich habe mir jetzt neue Kopfhörer geholt und jetzt geht's zu mir nach Hause. Ich bin jetzt zu Hause am Schneiden und habe festgestellt, dass ich vergessen habe, für Alicia alias Vorbild das Cover abzuschicken. Das habe ich zwar eigentlich schon vor einem Monat abgeschickt, aber irgendwie ist das bei der Post verschwunden. Deshalb schicke ich jetzt noch eines in der Hoffnung, dass das ankommt, weil das ist echt scheiße. Sie hat mir auch schon geschrieben, hey, wo bleibt mein Cover? Und ich habe wirklich, mir ist das wirklich irgendwie mittlerweile zu doof. Und deshalb schicke ich jetzt einfach noch ein Cover hin. Wenn sie zwei bekommt, hat sie zwei, ist mir egal. Hauptsache sie hat die Cover, denn ich habe es verlost und dann möchte ich auch, dass sie das erhält. Jetzt werde ich noch das, was ich bis jetzt habe, fertig hatten. Und dann geht's los in die Stadt. Und wir sehen uns dann, wenn es in die Stadt geht. Ja Leute, ich bin jetzt auf dem Weg in die Stadt, um das Cover abzugeben bei der Post. Und ja, ich sehe gerade, es zieht zu, es wird auch gewittern wieder. Es ist auch windig, denn eigentlich wollte ich noch irgendwie mit der Drohne arbeiten. Das Ding ist, es ist so windig, dass ich mich nicht traue, mit der Drohne zu fliegen, weil ich möchte das Ding nicht gleich beim ersten V-Log schrotten. Und ja, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt zum Bus und dann geht es in die Stadt. Ja, ich müsste jetzt eine Viertelstunde warten, da habe ich ehrlich gesagt null Bock drauf, deshalb gehe ich jetzt zu Fuß und ja, mache ein paar Aufnahmen auf dem Weg dahin. Ja, ich bin jetzt vor der Post und werde das Cover verschicken. Das Ganze ist jetzt versendet, hier ist die Sendebestätigung. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt noch einen Zeitraffer, weil da habe ich elendlich Bock drauf. Frage ist nur, wo? Ja, Leute, ich sitze jetzt mal in Ruhe und gönne mir eine Latella. Das ist Molke mit Fruchtgeschmack und so. Das kommt hier aus Tirol. Richtig nice. Und während ich das trinke, macht meine Kamera einen schönen Zeitraffer für euch. Ja, Leute, ich hoffe, euch haben die zwei Timelapse gefallen. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Bis dahin, ciao.